Ja, hallo, hier ist wieder tuxoche.de. Willkommen auf meinem Kanal. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, wollen wir uns heute mit dem Thema Schwarz-Weiß-Fotografie beschäftigen. Die hat immer noch im Bereich Architektur, Landschaft, Porträt und so weiter ihre Berechtigung. Und man kann mit den heutigen modernen Kameras sofort einen Bildstil anwenden, mit dem zumindest die JPEG-Dateien, die dann aus der Kamera herauskommen, dann sofort auch in Schwarz-Weiß sind. Aber der entscheidende Vorteil bei Anwendung dieser Bildstile ist einfach, dass der elektronische Sucher bzw. das Display das Bild sofort in Schwarz-Weiß anzeigt. Früher hatte man dafür mehrere Gehäuse, eins bestückt mit im Regelfall Diafilm, das andere mit Schwarz-Weiß-Film, aber trotzdem sah man natürlich die Welt farbig. Und man musste eigentlich seine Vorstellungskraft haben, um dann zu sehen, ob sich das Motiv, Kontraste, Formen, Farben für eine Schwarz-Weiß-Umsetzung eignen. Das ist heute durch den elektronischen Sucher ein klein wenig einfacher, denn wenn ich RAW fotografiere, wird der Bildstil nicht angewandt. Das heißt, ich sehe zwar mein Sucherbild oder mein Display in der Kamera direkt mit dem entsprechenden schwarz-weißen Bildstil. Das heißt, ich sehe es eigentlich so, wie es nachher aus der Kamera kommt oder wie es aussehen könnte und kann also wesentlich einfacher beurteilen, ob sich das passende Motiv wirklich für Schwarz-Weiß eignen. Jetzt gibt es da aber eine kleine Hürde, wenn ich sage, dass das RAW nicht beeinflusst wird. Und hier möchte ich euch in Lightroom als auch in Luminar 4 einmal zeigen, wie das dann geht. So, ich habe die Aufnahmen jetzt schon mal hier in Lightroom importiert. Wenn man jetzt wie hier, wie ich das gemacht habe, JPEG und auch RAW-Dateien zusammen aufnimmt, dann muss man nur unter Voreinstellungen, hier unter Allgemein, das Häkchen hier setzen, dass JPEG und RAW-Aufnahmen als separate Dateien betrachtet werden. So, wie gesagt, hier sind die Schwarz-Weiß-Aufnahmen, so wie ich sie jetzt einfach mal auf meinem kleinen Rundgang gemacht habe. Und jetzt greifen wir uns mal hier. Ich hoffe, das ist jetzt ein RAW. So, ihr seht, das ist jetzt auch Schwarz-Weiß. Aber eigentlich sollte das ja nicht Schwarz-Weiß, zumindest als RAW-Aufnahme Schwarz-Weiß sein. Deshalb gehen wir jetzt mal rüber in das Entwickeln-Modul und da sehen wir dann den Grund dafür. Und zwar, weil hier Lightroom automatisch das entsprechende Kameraprofil auf das Bild angewandt hat. Ich kann aber jetzt hier wieder zurückgehen und zum Beispiel ganz normal auf Adobe Farbe gehen, habe dann meine vollkommen vorhandenen Farbinformationen und kann das Bild dann auch so weiterverarbeiten, wahlweise in Farbe oder auch in Schwarz-Weiß. Und hier habe ich natürlich dann trotzdem alle Möglichkeiten, dann Kontrast, Belichtung, Schärfe und so weiter zu beeinflussen. So, jetzt machen wir hier mal Lightroom kleiner und gehen mal nach Luminar. Hier habe ich die Bilder auch schon eingelesen und wie ihr seht, habe ich hier den gleichen Effekt. Das heißt, die Bilder werden schwarz-weiß dargestellt. Jetzt hoffe ich, dass ich im Moment ein RAW erwischt habe. Ja, ist ein RAW. Ihr seht jetzt hier, im Entwicklungsmodul wird auch sofort wieder Farbe angezeigt. So, und wenn ich dann jetzt hier komischerweise unter Helligkeit bin, naja, ist vielleicht nicht so ganz intuitiv, kann ich jetzt hier auch trotzdem die kameraeigenen Monochromprofile anwenden, zum Beispiel hier relativ kontrastreich oder auch hier etwas weniger. Hier werden mir insgesamt dann drei Stück zur Verfügung gestellt und die kann ich natürlich dann auch weiter bearbeiten. Ja, wie ihr sehen konntet, wird der Import auch der RAW-Dateien in Lightroom als auch in Luminar 4 direkt in Schwarz-Weiß angezeigt. Das liegt aber daran, dass Adobe die verschiedenen Profile der Kamerahersteller sozusagen nachgeahmt hat und bei der Anwendung eines solchen Bildstils im RAW dann auch mit dem passenden Profil anzeigt. Das heißt, das Bild wird schwarz-weiß angezeigt.
Ihr könnt aber sehr einfach, wenn ihr ein anderes Profil zuweist, zum Beispiel Adobe Color oder Landschaft, dann wieder zurück auf die Farbe, weil die Farbinformationen sind ja in der RAW-Datei nicht verloren gegangen, und könnt, wenn euch das Schwarz-Weiß-Ergebnis vielleicht nicht so gefällt oder wenn ihr sagt, ich möchte das aber auch mal weiter in Farbe bearbeiten, diesen Weg zurück steht euch bei der RAW-Aufnahme immer zur Verfügung. Bei Luminar ist es ein klein wenig anders. Hier habt ihr gesehen, dass beim Doppelklick auf das Bild, also beim Wechsel in das Entwicklungsmodul, Luminar das Bild wieder farbig anzeigt. Aber hier könnt ihr auch durch die entsprechenden Bildstile wieder zu einem schwarz-weißen Ergebnis kommen, das im Wesentlichen dann dem Bildstil der verwendeten Kamera entspricht. Solltet ihr die Bildstile nicht finden, das könnte vor allen Dingen dann der Fall sein, wenn ihr bei Luminar oder neben Luminar kein Lightroom oder Photoshop installiert habt, dann könnte es helfen, den Adobe DNG-Konverter zu installieren, der die entsprechenden Bildstile für die verschiedenen Kameras dann mitbringt. Und was ihr natürlich nicht vergessen dürft, wenn ihr einen solchen Bildstil einstellt, das RAW wird nicht beeinflusst, nur das JPEG, aber wenn ihr auch ab und zu mal Video aufnehmen wollt, dann denkt bitte daran, diesen Bildstil wieder zurückzusetzen, weil das Video sind nur aneinandergereihte JPEG-Dateien, vereinfacht gesagt, und hier würde ein solcher Bildstil natürlich dazu führen, dass das gesamte Video oder der Videoclip zumindest dann auch nur in Schwarz-Weiß vorliegt. Ja, so viel von mir zu diesem Thema. Wenn ihr da noch Fragen habt, könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare hier zum Video oder auch in die Kommentare des entsprechenden Blog-Eintrages posten oder stellen. Und wenn das Video eine kleine Hilfe war, dann würde ich es nett finden, wenn ihr da ein Gefällt mir hinterlasst. Noch besser wäre es natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Dann vergesst aber unten bitte nicht die Glocke, damit ihr jedes Mal eine Benachrichtigung erhaltet, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ansonsten war es das von mir für heute zum Thema Schwarz-Weiß-Fotografie. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Tux Oche.